und willkommen zurück zum Adventskalender, zum vierten Türchen. Gestern war echt eine chaotische Folge. Ihr seht hier, ich habe noch ein Diaschwert in der Hand. Nach der Aufnahme habe ich mir das noch mit dem Diaschwert geklopft. Ja, es war auf jeden Fall richtig lustig. Oh, wir sehen hier schon, im Hintergrund ist ein wenig was. Nein, ich drücke mal 6 anstatt F5. Geh ruhig aufnehmen. Wir putzen. Das ist ja knuffig. Oh, aber wir wollen erst mal gucken. Da steht hier, bitte alles, was nicht offiziell in deinem Inventar gehört, da rein. Okay. Das heißt, wir sneaken uns jetzt hier hin und werfen einmal das hier rein. Und den Rest, das kommt auch nicht da rein. Ich weiß nicht, ob ich noch fliegen kann. Nee, fliegen kann ich nicht mehr gut. Dann hätte ich jetzt Fly noch ausgemacht. Aber ich würde also was sagen. Wir machen das wieder zu. Und erst Buchseite 10 lesen, dann aufnehmen. Okay, wir müssen gucken. So. Info 1.0. Hey, Kalle. Sorry, dass manches nicht funktioniert hat. Wir haben eigentlich alles getestet und es hat funktioniert. Aber gut, kleine Fehler gibt es ja immer mal. Das Problem bei 2 war, dass jemand das Redstone unterbrochen hat. Bei den Schlüsseln geht es übrigens auch immer eine Beschreibung dabei. Ebenso dann bei Items der Achievements. Kann lustig sein, diese kleinen Infos mal zu lesen. Da Video 3 immer noch nicht online ist, weiß ich nicht, was es sonst zu... Tipp für Challenge 4, schau nach oben. Und zu den Achievements, manches gehört zur Aufgabe, manches sind echt einfach nur Deko. BZW Nummer 1 hast du schon übersehen und nein, das war keine kleine, das war bei keiner Challenge. Okay, als falls wieder etwas nicht funktioniert, beziehungsweise du festhängst und keinem von uns finden kannst, darfst du /warp ACS machen. Einfach den Hebel umlegen und das Anti-Cheat-System ist deaktiviert. Oh, super. Es ist nur dazu da, dass man halt komplett immer gleich... Genau, Seite 10. Texture-Pack wurde ein kleines bisschen geändert. Hier, Dings, okay, das mache ich mir dann später noch. Ja, jetzt haben es alle auf jeden Fall. Es ist aber okay. Ich würde sagen, das download ich mir gleich, dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen Cut wieder, Leute. So, ich habe geguckt, leider funktioniert der Link nicht. Vielleicht liegt's an mir, keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir machen dann einfach ohne den Link weiter. Ich weiß ja nicht, ob jetzt bei dem vierten Dings was geändert wurde. Hier genau haben wir das Buch und Feder, wir packen das auf jeden Fall auch rein, damit wir das mitbekommen. Und ich habe ein Achievement schon vergessen. Ja, die Frage ist halt, wo das ist. Ich will jetzt auch nicht lange suchen, deswegen, wir gehen einfach nach oben und schauen uns einfach auch erstmal diesen Hebel da oben an. Ich gehe mal die Challenge bauen. Der war hier oben. Let it snow. Oh, cool. Cool. Nice. Nein, jetzt habe ich den weggeworfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein, ich wollte ihn eigentlich... Nein, ach egal, jetzt ist es weg. Okay, ich gehe jetzt aber ruhig aufnehmen, denn das müssen wir jetzt. Aber das ist cool, dass jetzt da so drin so schneit und so. Wir gehen jetzt aufnehmen, hier drinnen, in meine... Das ist doch die 4, yeah. In der 4, und ich soll nach oben gucken, wurde mir gesagt. So, ich gucke jetzt nach oben. Ach so. Ach, das ist wohl ein Labyrinth, wa? Wir gehen rausgucken. Okay, wir haben hier ein Labyrinth. Hier ist eine Kiste. Test. Oh, das nehmen wir uns einfach mal raus. Musikscheibe und noch eine Musikscheibe. Und das Testobjekt. Und mal gucken, welche Musikscheibe wir nehmen. Welche mir besser gefällt. Okay. Hallo, Testobjekt T16. Du wurdest auf eine Lichtung gebracht. Du kannst dich an nichts erinnern, außer deinen Namen. Aber warum nennt dich... nenne die dich Testobjekt C16. Und darum ist hier sonst... Und warum ist hier sonst... Ah ja, du bist mir lüg! 4 Wege oder wo führen sie hin? Ob das mein Weg hier raus ist? Aufgabe, schau dich um und finde den Weg hinaus. Das war jetzt gerade... ja. G.
gehe jetzt einfach hier lang. Boah, da mit der Musik, ne? Ich halte mich jetzt einfach nur rechts. Also rechts, genau so. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Nein, Spaß. Gut, gehen wir mal nur hier rechts. 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 Okay, wenn man nur rechts geht, kommt man hier immer wieder rein. Vor allem hier. Okay, das heißt, es geht nicht nur rechts. Ich soll nach oben schauen, wurde mir gesagt. Oh mein Gott. Achievements, Maze Runner. Du hast dich dafür entschieden, ins Labyrinth zu gehen. Ja. Oh. Und hier durch? Kann man hier durch? Nein. Finde den, der die Tür öffnet. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Nice, Leute. Alter. Wir haben das Labyrinth. Ich hoffe, dass es richtig war, dass wir es geschafft haben. Auf jeden Fall. Wir wurden hier wieder herteleportiert. Und jetzt packe ich doch das Achievement hier weg. Leider ist ja... Schlüsselkarte. Öffnet den Weg zum nächsten Labyrinth. Okay, ich habe es wirklich geschafft. Nice, Leute. Nice. Das war also das vierte Türchen. Ich fand es echt cool mit der Musik und so. Echt gut gemacht auf jeden Fall. Es passt auf jeden Fall dazu. Und es hat mir auf jeden Fall wieder richtig Spaß gemacht. Und was ist das? Ach, Schnee beenden. Oh, ich finde den Schnee eigentlich ganz lustig. Den lassen wir jetzt. Den finde ich schick. Und ja, auf jeden Fall, Leute, wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Türchen.